Envision Digital ist ein internationales Green-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur. Geschäftsfeld von Envision Digital sind Softwarelösungen für intelligentes Energiemanagement. Dabei werden natürlich moderne Algorithmen und Machine Learning-Systeme und Methoden eingesetzt. Heute bereits laufen große Projekte, Smart City-Projekte auf Basis der Softwarekomponenten von Envision Digital, insbesondere in Singapur. In Deutschland ist Envision Digital in München zu Hause. Wir sprechen mit Drase Nikolic, dem Geschäftsführer für Envision Digital in Deutschland. Herr Nikolic, Sie konzentrieren sich in Deutschland zunächst auf das ganz große Feld Elektromobilität. Welchen Stellenwert nimmt so diese Elektromobilität als Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität ein, wenn man es dann in so ein Gesamtkonzept wie zum Beispiel Smart Cities setzt? Ja, vielen Dank für dieses Gespräch erstmal. Die Verkehrswende und die Energiewende hängen unmittelbar zusammen. Ja. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Insofern kann jeder, der sich mit dem Thema Klima beschäftigt, nur über die beiden zentralen Themen in direkter Verbindung sprechen. Ja. Das ganz große Thema ist ja die Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Was heißt das für Unternehmen konkret und wie kann man sich das vorstellen, dass man da wirklich effizient arbeitet, um dann mit gutem oder mit kleinem CO2-Fußabdruck unterwegs zu sein? Die E-Mobilität und die Elektrifizierung der Flotte ist vor allem einmal ein konkreter und schnell in der Wege zu leitender Schritt in Richtung nachweislicher Reduktion der Emissionen. Wenn Sie bedenken, dass jedes Jahr rund ein Drittel der Firmenfahrzeuge ausgetauscht werden, können Sie Unternehmen das Potenzial sehr schnell hochrechnen. Wenn man dann noch die Einsparung des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes eines klassischen Fahrzeuges in die Kalkulation aufnimmt, kommt man hier sehr schnell auf einen ordentlichen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft eines Unternehmens. Gleichwohl kann es aber natürlich nur der Auftakt einer integrierten nachhaltigen Strategie sein, die wir mit Envision Digital und unseren integrierten Lösungen aus Ladelösungen, Energiemanagement und Gebäudeeffizienz sowie die Ausbalancierung des Energieverbrauchs gemeinsam mit unseren Kunden in der gesamten Klaviatur spielen können. Sie sind ja beim K-Symposium mit dabei. Wir freuen uns darauf. Kann man jetzt schon sagen, was so die drei großen Keypoints sind, über die Sie beim K-Symposium sprechen werden? Ja, sehr gerne. Wir werden gemeinsam anschauen, was eine Elektrifizierung der Flotte eines Unternehmens mit circa 1000 Fahrzeugen innerhalb von einem Jahr an Einsparungen erreichen kann. Und das nicht nur an CO2. Wir sprechen darüber, wie der Dreiklang der Ladeinfrastruktur mit den meisten sogenannten Problemen der E-Mobilität aufräumt. Und last but not least präsentieren wir und diskutieren wir gerne eine Blaupause, welche umsetzbare Module Unternehmen nachweislich auf dem Weg zu Klimaneutralität helfen. Also, meine Damen und Herren, das K-Symposium wird deshalb spannend, weil diese großen Themen, wie wir effizient gegen den Klimawandel vorgehen, intensiv diskutiert werden. Und wir freuen uns, dass Herr Drasen Nikolic bei uns ist und mit Envision Digital über neue Systeme, über neue Möglichkeiten spricht, um dann eben noch besser zu werden bei dem Kampf gegen den Klimawandel.